Die Massen am Berg, die wollen auch kanalisiert werden, glaube ich. Das heißt, man muss ihnen Infrastrukturen zur Verfügung stellen, Wege zur Verfügung stellen, die sie sowohl zu Besonderheiten hinführen, aber wo es dann sich um Sensitationen handelt, da werden sie außenrum geführt. Also die Kanalisation der Besucher, der Gäste ist sehr wohl möglich und die wird auch angenommen. Ich glaube, das Amt für Naturpark hat eine Studie gemacht oder eine Nachforschung betrieben, dass mehr als 90% der Massen, die sich in den Naturparken aufhalten, sich sehr wohl kanalisieren lassen. Kanalisieren ist zwar nicht ein schönes Wort, aber das heißt ganz einfach, man stellt ihnen Infrastruktur zur Verfügung, Wege und bietet ihnen Informationen und sie halten sich auf diesen Wegen auf. Der Rest, das ist auch legitim, der sucht sich dann den eigenen Weg zum Berg. Das glaube ich. Möchte jemand im Publikum noch etwas sagen? Kann ich nur etwas sagen, da gerade zur Kanalisierung? Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Das ist gerade für den Wintersport so. Ne? Also zum Glück haben wir Alpinsportler und die eben auf Skipisten ihren Sport betreiben. Also es gibt kaum einen Sportart, mit der man so viele Leute befriedigen kann, die in der Natur sich aufhalten wollen, weil sie eben kanalisiert sind. Und das ist ganz wichtig, weil wenn die, in Grönland haben wir 20.000 Betten, wenn die alle in dem Wald herumspazieren würden im Winter und so weiter, dann wären die Tiere und alle Lebewesen, die da noch sind, viel mehr gestört, als wenn sie auf den Pisten sind. Man sieht genau, wie sich das auch verhält, wenn man auf Schnee erzeugt, die Kanonen machen auch einen gewissen Lärm, oder untertags, wenn die Leute Skifahren, dann meiden einfach die Tiere, die Rehe oder die Gänse, die meiden einfach diese gewissen Routen, wo sie genau wissen, dass das sehr viele Menschen sind. Während sie natürlich ihre Ruhe haben, dort wo die Menschen nicht hinkommen. Und mit dem Skifahren werden sie kanalisiert. Also etwas, vielleicht wollte ich noch vorhin sagen, der Dr. Gianno hat richtig gesagt, wie das früher war, also die Landschaft oder die Dörfer, die haben sich in hunderten Jahren nicht geändert. Aber da muss man schon auch sagen, wenigstens was Südtirol betrifft, vor 50 Jahren sind die Südtiroler ausgewandert, ne? Weil es da nichts zum Arbeiten gab. Ne? Jetzt natürlich bleiben alle da, weil sie wissen oder alle merken, wie schön wir es da haben und alle wollen da bleiben. Und dann ist noch eine zweite Sache dazugekommen. Früher hat man natürlich in einem Haus, im Elternhaus gewohnt, waren auch 10 Kinder und die haben alle in derselben Wohnung gewohnt. Und jetzt, wenn die Kinder größer sind oder so, dann muss jeder eine eigene Wohnung haben. Und das ergibt dann natürlich das Phänomen Wolkenstein oder eben Jenesien. Aber vor 40 Jahren, oder 50 Jahren, oder vor 60 oder 70 Jahren, da sind sie einfach ausgewandert. Da waren einfach nicht mehr so viele Südtiroler da, die da geblieben sind, weil sie da keine Arbeit hatten. Und ich habe heute, vielleicht hat jemand gerade den Artikel, weil sie Grönerin ist und ich auch Gröner bin, vielleicht habt ihr den Artikel heute gelesen von dem einen Gröner, der 1850 nach Amerika ausgewandert ist und die Stadt Florenz gegründet hat. Und da steht im Artikel drin, er ist aus dem Tal rausgegangen, weil es einfach keine Arbeit gegeben hat und weil sie einfach rausgehen mussten, um ihr Brot zu verdienen. Also wir haben eine glückliche Situation zur Zeit. Es ist wichtig, dass wir Visionen haben, was uns betrifft, gerade als Skiregion, muss ich einfach sagen, jetzt ein bisschen Selbstlob, aber vor 30 Jahren, wie wir damit die Superski gegründet haben, haben wir das einfach gesehen, dass der Castro, das machen jetzt dann alle Skigebiete, dass sie einfach herumfahren wollen. Sie wollen nicht auf einem Lift bleiben. Sie wollen einen Erlebnistag haben, also nicht beim Lift rauf und ab fahren den ganzen Tag, sondern herumwandern. Also was gibt es Schöneres, als im Dolomitengebiet mit den Skiern herumzuwandern und diese herrliche Bergwelt anzusehen. Das war unser Erfolgsrezept. Wenn wir imstande werden, und wir waren damals die Ersten, wenn wir imstande wären, wieder irgendeine Vision zu haben, die uns so viel Erfolg bringen könnte, wie die Vision, die wir vor 30 Jahren hatten, dann wäre ich nur glücklich. Wenn ihr vielleicht uns hilft. Ja, das vorher gesprochen.
gewisse Veränderungen vorausplanen kann, dass man Veränderungen in der Schließung der Landschaft, im Bebauen der Landschaft vorausplanen kann. Sind die Veränderungen auch im Tourismus? Ich möchte den Herrn Kunz noch fragen, glauben Sie, dass ein Ort wie St. Ulrich so vorausgeplant worden ist, wie er ist? Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist passiert. Das ist eine kleine Nebenerscheinung von dem ganzen, Betrieb, von den Menschenmassen, die an einen Ort gekauft werden, die sich ja erst ein paar Stunden am Tag auf Pisten aufhalten und den Rest des Tages dort. Also verhältnismäßig verbringen sie wenig Zeit auf den Pisten im Vergleich zu dem, die sie im Vergleich zum restlichen, zur restlichen Zeit des Tages. Ja, was soll man sagen, ich kann vielleicht über die Architektur sprechen, die dort passiert. Das ist eine Architektur, die sich jetzt nichts mit der ursprünglichen Bauweise eigentlich zu tun hat. Die Bauten sind in meinen Augen ja, sie bieten sich ein bisschen an diese alpine Bauweise, wobei der Begriff alpine auch schon zum Definieren wäre. Das, was man da alpin verstanden wird, ist gar nicht alpin. Ich bin der Meinung, die Lebensweise der Menschen oder der Menschen in Südtirol, egal ob es jetzt Touristen sind oder wir Südtiroler selber, die sind ziemlich ähnlich geworden. Wir sind alle eigentlich Städter von der Haltung. Wir haben ein Internet, wir haben alle einen Beruf. Wir begeben uns nicht irgendwo hin und arbeiten dort und kommen wieder zurück. Wir haben relativ wenig direkten Kontakt mit der Natur, also ein geringer Prozentsatz von uns, die Bauern, die wirklich noch mit der Natur Umgang haben. Und ich finde, das spiegelt sich halt im Moment noch sehr wenig im Gebauten wider. Wir sind nur sehr retro-orientiert, was die Vorstellung von einem Haus betrifft. Wir sind wirklich nur an traditionelle Bilder verhaftet. Und ich sehe es halt, vielleicht ist daher, ich denke mal, die Architektur der Hotels, die hat das zitiert, was die alten Bauernhäuser waren, oder traditionelle bäuerliche Bauweise war, und wir imitieren eigentlich jetzt irgendwo die Hotels oder diese künstliche Nachempfindung von ursprünglichen Bauweisen. Und eigentlich finde ich, heutzutage gibt es vielleicht noch Materialien, wo man sagen kann, die sind jetzt Südtirol-spezifisch, aber Typologien von Häusern oder von Wohnungen oder sonstigen Dingen, die sind eigentlich schon internationalisiert und von der Benutzung her. Ich finde, wir bräuchten eigentlich neue Siedlungskonzepte oder würde das in unserem Beitrag versuchen anzusprechen oder zu suggerieren, dass eine Siedlung heutzutage nicht mehr ausschauen muss wie ein Bergdorf, sondern dass die so ruhig ausschauen kann, wie wir sie benutzen. Und dass das gar nichts mehr unbedingt mit einem ursprünglichen Bauernhaus zu tun haben muss in der Ästhetik. Also endlich wurde auch mal das Kapitel Ästhetik hervorgerufen. Wir haben in Südtirol ein Gesetz, das eben verhindert, dass man zum Beispiel Werbetarif entlang der Straßen hat, was zum Beispiel in Veneto passiert, mit Gründen des Landschaftsschutzes oder der Ästhetik zumindest. Und dann werden aber andere Sachen überlaufen. Also ich wollte mich jetzt ganz kurz an Herrn Berton anschließen, eventuell auch an Dinge, die vorher schon auch von Eisler und Engel gesagt wurden. Was ich jetzt immer noch vermisse, ist also ausgehend von der Tatsache, dass Südtirol einen doch sehr tiefen Wandel mitgemacht hat. Also wir sind von einer Zeit, in der man in unseren Tälern Leben halt Hunger gelitten hat, in eine Zeit des doch sehr hohen Wohlstands gekommen. Und deswegen finde ich jetzt, dass man eigentlich doch unterscheiden sollte. Also zum einen ist eine moderne Erscheinung, dass einfach die moderne Familie auch in der Stadt nicht mehr so Großfamilie ist. Jeder will für sich leben, man hat Singles, also Alleinstehende. Und dann ist natürlich klar, dass dadurch auch eine größere Bautätigkeit erforderlich ist, weil wenn man jetzt in Ulrich leben will, dann braucht man halt ein alleiniges Haus, wenn man alleine leben will. Aber was ich jetzt kritisiere irgendwie, ist, dass wir zwar von der früheren Geschichte, in der es um Armut und um Überleben ging, haben wir eine
fleißige Tradition. Also wir haben Leute, die wirklich etwas hergegeben haben. Und das will ich absolut nicht kritisieren. Das wäre falsch, das ist noch nicht unsere Zeit. Aber von der Zeit ist eben, hat sich, also dieser Kampf ums Überleben hat sich doch heute aus meiner Sicht ein bisschen in eine übertriebene Geldgier verwandelt. Und das ist aus meiner Sicht der Punkt, der eben irgendwie eingeschränkt ist, vielleicht kein schönes Wort, aber dann irgendwie in Grenzen gehalten werden soll. Es gab doch ein Gesetz, das eben die qualitative Aufwertung der Hotels ermöglichen sollte, umgesetzt wurde es eigentlich eher fast in eine quantitative Aufwertung, weil den Hotels ja die Möglichkeit geboten wurde, zusätzliche Zimmer für zusätzliches Personal zu schaffen. Also wenn ich da jetzt nicht richtig liege, dann wäre ich gerne berichtigt. Diese Zimmer wurden aber größtenteils dann auch als zusätzliche Übernachtungszimmer für Gäste verwendet. Also war das dann wieder eine, also man hätte eigentlich wollte, die, glaube ich, die Vision der Landesverwaltung war, dass man eben doch einen höheren Tourismus herholt. Umgesetzt hat sich das allerdings in eine höhere Zahl der Nächtigungen, beziehungsweise der Betten, genau, damit man unterscheidet. Das ist das, was mir also jetzt persönlich ein bisschen fehlt, ja, dass wir diese Entwicklungserscheinungen nicht eingrenzen. Und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die in Südtirol, deswegen vorher war ich noch dieser kurze Ansatz, die Bauern, die zum Beispiel sich die Zeit dann noch nehmen, im Sommer auszuruhen, ich finde das eben etwas Positives. Die Arbeit mit Gästen ist eine sehr anstrengende Arbeit, man hat meistens keine Ruhetage. Was wir in Südtirol vermarkten, sollte es jetzt zum Beispiel so etwas wie eine Entdeckung der Langsamkeit, der Möglichkeit verkaufen, sondern auch meistens wieder Hektik selbst. Ja? Ich sehe das jetzt, muss jetzt auch ein bisschen Gegengewicht sein. Sonst war ja einfach. Ich bringe das jetzt zu einem zum Schluss. Ich finde, das unterscheide ich. Ich unterscheide nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Notwendigkeit der Entwicklung, weil es uns früher schlecht ging, das aber dann heute zu einer Geldgier geworden ist, also zu einem doch immer mehr. Alle eben meistens sehr schlecht absetzt und der Notwendigkeit vielleicht den Tourismus doch irgendwie so zu lenken, dass man dann in Ulrich sagen kann, okay, ich fahre gerne als Gast, ich fahre gerne nach Ulrich, weil es eine Kulturlandschaft ist und nicht eine verbaute Landschaft. Also, wenn man sich Fotos, ich glaube, der Adrien Bonjean, das ist ein Experte, der vor 48 Jahren die Landschaft beobachtet hat, wenn man das Foto von Ulrich vor auch nur 20 oder 25 Jahren mit dem heutigen Bild vergleicht, dann ist das schon beachtlich, was da noch schön gebaut wurde. Vielleicht kann ich nur zwei Sachen klären, weil es gefragt wurde. Also, es gab in der Kultur gab es zwei Phasen. Es gab eine qualitative Erweiterung, nur der Möglichkeit eine quantitative, es gab zwei Phasen. Solange darauf jetzt herumreiten, würde nicht sinnvoll sein. Man muss wissen, Südtirol hatte einmal viel, viel mehr Betten als jetzt hat. Das muss man einfach wissen, das sind Zahlen. Und Südtirol hatte aus meiner Sicht glücklicherweise einen Kuraturstopp über 15 Jahre. Man konnte überhaupt nichts bauen. Und das war glücklicherweise. Bis 1992 wurde gar nichts gebaut. Und man muss wissen, dass dieser Kuraturstopp zwei große Vorteile hatte. Das Erste, wir sind bewahrt gewesen, Fehler zu machen, die andere in der Zwischenzeit machen mussten. Und damit haben wir eines übersprungen, kann man sich in Österreich und der Schweiz anschauen, was in der Zwischenzeit passiert war, bei 15 Jahren gedauert. Die zweite Geschichte war, wir haben das Kapital auf eigene Kante gelegt und damit dann die Verschuldung der Tourismusindustrie, wo man zuerst investieren muss und danach schauen muss, ob sich das Geld wieder reinkriegt. Eines der investitionsintensivsten Branchen überhaupt. Das haben wir zum Teil Gott sei Dank in 19 Jahren selber angestrahlt. Was danach passiert ist, ich finde das, ich meine, zu dem Thema Bauen könnte man zu Südtirol sehr viel sagen. Ich möchte es nur objektivieren. Es gibt in Südtirol einen dauerhaften Missbrauch mit Kubatur, und zwar überall. Ob sie
in die Hotellerie gehen oder ob sie ins Privathaus gehen, wo alle Dachböden ausgebaut sind, obwohl sie das nicht dürfen, alle. Ob sie in die Industrie gehen, wo sie etwas nicht vermieten dürfen und es trotzdem vermietet wird, was jetzt an der Zeitung steht, da muss ich sagen, klar, ein Land, das so engen Raum an Bebauung hat, dass dort drin liegt sozusagen der Sport, der Ausnutzung der Lücken und so weiter. Und das ist, da ist die Hotellerie nicht besser, da ist der Wohnbau nicht besser und da ist nichts anderes besser. Zur Siedlung möchte ich sagen, ja klar, wir müssen in Business Südtirol auch eine Entscheidung treffen, ob wir vor jedes Dorf eine Industriezone hinbauen, weil das ganz besonders ein toller Aspekt ist. Also in jedes Dorf, wo man heute fährt, ob das Weindorf, Kaltern ist, oder ob das Eppan ist, oder ob das jetzt St. Ulrich ist, das erste, auf das man trifft, ist mal eine Industriezone. Und die wird dort gebaut, wo nicht wo sie hingehört, sondern wo die Menschen die Gründe verkaufen wollen. Das ist unsere Landschaftsplanung. Das muss man einmal sagen. Es traut sich niemand in Südtirol zu sagen, ob es ist, also ich sage es mal gerne. Auch einfach als objektivierenden Bestandteil. Deshalb sage ich, und zum Hans-Peter Eisler möchte ich sagen, das mit der Ruhe verkaufen, ich finde das auch immer eine interessante Sache. Die Tatsache ist, das ist so wie beim Restaurant. Wenn niemand drin ist im Restaurant, dann geht eigentlich auch niemand hin, sozusagen, so die Erfahrung. Ja. Weil da hättest du ja alles für dich allein und die wunderbarste Ruhe, die beste Bedingung, aber man hat das Gefühl, da wenn niemand hingeht, dann ist es auch nicht gut. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass wenn ein Restaurant macht, mag es dann noch so in einer furchtbaren Position liegen. Lauflagen verhindern in der Regel sowieso gute Qualität. Aber wenn man dorthin kommt, dann ist es plötzlich voll, obwohl es kaum erreichbar ist. Nicht? Und jetzt sage ich, diese Vision, aus dem Südtirol einen Platz zu erhalten, wo es sich lohnt, trotz aller Schwierigkeiten, wir sind verkehrstechnisch nicht wahnsinnig gut angebunden, wir sind eigentlich schwierig erreichbar, wir sind im Wesentlichen umgeben von Ballungsgebieten, das war bis jetzt unser Glück, muss man schauen, ob das in der Zukunft auch so ist. Dieses Südtirol in der Wertigkeit zu erhalten, dass man sagen muss, es ist aufwendig hinzufahren, aber du musst es einmal gesehen haben, ich postuliere zwar, vielleicht im Gegensatz zu dir, Ruheplätze und weiße Flecken auf der Landkarte gibt es höchstwahrscheinlich weltweit mehr als in Südtirol. Also ich glaube, dass wir ein sehr konzentrierter Raum sind, des konzentrierten Erlebnisses. Und ich bin nicht so viel herumgekommen mit Hans-Peter Eisenberg, aber ich kenne keinen Platz auf der Welt, wo diese mediterrane Landschaft so eng an der Alpinen liegt. Und das macht den Reiz einfach aus. Da muss ich sagen, da hat Südtirol Vorteile, wo es nicht viel, da brauchst du nicht viel rumbauen. Das ist etwas, wo ich merke, daran sozusagen bauen sich die Menschen auf. Zwei Kulturen, drei Sprachen, diese Konzentration. In Amerika brauchen die immer nur sagen, bei uns ist alles walking distance, weil drüben muss man irgendwie Stunden fahren, um das wieder zu erleben, was man hier hat. Und diese Konzentration führt natürlich zu einer schwierigen Streuung der Ströme von Menschen, die hier nach Südtirol kommen. Auf der anderen Seite sage ich, wenn der Tourismus sehr gut die Einkommenseffekte in die Täler streut, haben wir natürlich auch einen Vorteil, weil der Bergbauer, der von diesem Tourismus lebt, ganz drin im Rüttental, der hat halt auch einen Vorteil. Und deshalb, es ist nicht immer so schwarz oder so weit. Wir scheinen uns alle einig zu sein, dass Tourismus sehr wichtig ist und dass der Mensch unendlich viel fast verträgt und der Berg und der Mensch am Berg aufpasst. Sind dann Naturschützer nur Konservativlinge, Nörgler, Spielverderber und Neider? Das hat man immer so gesagt. Ich möchte aber zuerst auch kurz antworten. Die Alpenverein hat eine moderne Oberhalb der Baumgrenze angesiedelt. Das ist jetzt ein Naturschutz. Der Weg zum Berg beginnt dann aber erstens einmal im Kopf und zweitens im Tal. Und nicht erst oberhalb der Baumgrenze. Dann oberhalb der Baumgrenze ist man schon ein weites Stück vorangekommen Richtung Berg. Und da kann man viele Sachen falsch machen. Aber ich möchte noch etwas zu dem sagen, was vorhin gesagt worden ist. In Südtirol wurde nicht nur Erfolg erwirtschaftet. Da wurden auch viele Verluste produziert. Die biologische Vielfalt zum Beispiel. Wenn ich heute eine Wiese anschaue, wenn ich nicht ganz weit hinaufgehe, sondern unterhalb der Baumgrenze bleibe,
dann spricht man von diesen, von den drei Heiligen, weil nur drei Arten von Blumen drin vorkommen. In Südtirol wurde auch der Verlust der Kultur erwirtschaftet, unter Anführungszeichen. Jetzt, wenn ich eine Trachtenveranstaltung anschauen will, dann muss ich auf Ferro Rosto warten, wo viele Leute im Dorf sind, damit ich die Trachten des Dorfes noch einmal anschauen kann, in vielen touristischen Dörfern, touristisch ausgerichteten Dörfern. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ich weiß, ob die Tracht heute noch Alltagskultur ist, ne? Das sagen sie halt schon. Das sagen sie schon, da fühlt man sich auch aus. Und der Verlust der Ästhetik haben wir auch erwirtschaftet. Verlust der Ästhetik, der Ästhetik. Ich heute in irgendein Tal hineinfahre, was fällt mir raus, das neue Haus, das gebaut worden ist. Nicht mehr das in die Natur eingeführte Bauernhaus, das ich da sehe, wo eine ortsübliche oder eine gewachsene Siedlungs-, ein gewachsenes Siedlungsgebiet steht, sondern das Haus daneben, das neue. Und das ist, was zu bemängeln ist. Wirtschaft gut, Wohlstand gut, aber wenn man schaut, ab wann dieses, nehmen wir das Beispiel Chinesen her, ab wann hat es angefangen? Ab dem Moment, wo der Wohlstand ins Land gekommen ist. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, zu Wohnungen zu verschaffen. Warum nimmt man nicht die alten Strukturen her und baut die aus, baut die um? Saniert sie, warum müssen wir ein neues Haus mit einer Wiese hineinstellen? Weil die Gesetzeslage zu wenig ist, der nicht restriktiv ist. Ich möchte sagen, es sind viele sehr interessante Aspekte angesprochen worden, mit verschiedenen Meinungen und so weiter. Was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, was aber vielleicht in den letzten Wochen schon ein bisschen zu tragen gekommen ist, ist der Aspekt, was sind eigentlich wir hier in Südtirol und nicht das, was tun wir für die anderen, die zu uns kommen müssen. Also ich glaube, es geht um einen gewissen Identitätsverlust, der natürlicherweise durch die schnelle Entwicklung und so notgedrungenermaßen stattgefunden hat, aber ich glaube, man müsste sich auch viel mehr auf uns selber konzentrieren, um eine gewisse Authentizität zu liefern und auch überzeugend nach außen zu wirken. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir uns müssen nach hinten wenden, nach rückwärts in die Vergangenheit. Natürlich gehört das auch dazu, aber auch dazu, vor allem stark sein und wissen, wer sind wir, was wollen wir. Und was haben wir mit dieser Gegend, die wir besitzen? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und der müsste auch schon in den Schulen irgendwo gebildet werden, dass man sich eigentlich bewusst ist, wo wir sind und was wir können. Und das kann man auch zeitgemäß umsetzen. Das. Also nur ganz kurz anschließend, schaut aus, der Jürgen hat mir sozusagen einen Steilpass gegeben für das, was ich sagen wollte. Es ist ganz interessant, das Thema entwickelt sich, heißt, glaube ich, wie viel Mensch verträgt der Berg, und das hat sich sehr schnell zu einer Diskussion über den Tourismus entwickelt. Ich glaube, dem Berg ist es absolut egal, ob der Mensch, der auf ihm umsteht, aus Natschaps, aus Hamburg oder aus Mailand kommt. Ich will damit sagen, sollten wir nicht auch überlegen, wie sich unser Umgang mit dem Berg geändert hat in den letzten Jahren. Früher, ich glaube, es gibt viel mehr Leute Skitour, ich glaube, es sind viel mehr Leute, wie man Südtirol empfällt, es sind viel mehr Leute in den Klettersteigen, es sind viel mehr Leute auf den Gletschern. Früher sind wir Rodeln gegangen zu Fuß, heute fährt man mit dem Skibob oder weiß ich irgendwas auf die Hütten und lässt sich voll laufen. Im Sommer geht man auf die alten Seehütte, Knödel essen und lässt sich volllaufen. Und das sind nicht die Touristen, das sind wir. Und mich würde interessieren, warum wir über die Touristen reden und nicht die Wohnungen. Also ich finde diesen
Schagas, ich hatte es am Anfang versucht anzusprechen, als ich sagte, dass eigentlich die Frage ist, wie viel vertragen wir. Nur die Identitätsangelegenheit ist zum Beispiel auch eigentlich der brennende Punkt. Ich habe immer das Gefühl, dass wir zum Teil ein Südtirol verkaufen oder zumindest versuchen nach außen zu präsentieren, dass es ja gar nicht mehr recht gibt. Also wir haben zum Teil das Problem, dass wir einen Identitätsverlust irgendwie empfinden. Auf der anderen Seite habe ich doch das Gefühl, dass unsere Leute zum Beispiel nicht bewusst sind, was wir eigentlich heute haben. Engel hat es zuvor angesprochen, wir haben eigentlich, es gibt kaum oder sehr wenige Gebiete, wo man auf engstem Raum so viel Potenzial hat. Aber am Ende sind doch dann wieder unsere Einheimischen, die dieses Bewusstsein nicht haben. Es ist aber nur die Frage, wer ist dafür zuständig? Also warum ist in Südtirol, ist es so, dass wir Südtirol oft nicht das Gefühl haben, von was wir eigentlich zu bieten hätten, wo unser Potenzial liegt. Wer ist dafür jetzt verantwortlich, dafür, dass wir immer noch glauben, dass der Gast bei uns vielleicht nur die Almhütte und Dirndl und sowas sucht? Ich habe immer das Gefühl, dass wir da zum Teil auf der einen Seite sehr in die Zukunft projiziert sind. Also wir haben, manche Visionen sind da, obwohl sie vielleicht nicht ganz zwischen zum Beispiel Tourismus und Landschaftsschutz übereinstimmen oder Landschaftsplanung, weil dann eben wieder vorher zum Beispiel das Problem der Gewerbezonen vor Dörfern, das ist zum Beispiel auch wieder mal was ganz Krasses, man braucht nur Salz hinauffahren, da gibt es zwischen Salz und Kastrop mindestens 3 oder 4 Bauunternehmen, die mit Lastwagen ständig rauf und runter fahren. Also wenn jemand das Gebiet kennt, dann hat man doch eben das Gefühl, dass eigentlich nicht nur das Dorf oben eine Gewerbezone ist, sondern auch die Verbindungsstrecke dazu, weil unsere Straßen dementsprechend auch wenig ausbaufähig sind. Es ist die Frage, wer ist dafür zuständig? Das fehlt mir. Ja, ich möchte auf eines eingehen und zwar auf den Traktor. Das ist nur eine Geschichte, weil ich halt glaube, unsere Baukultur. Ich habe gehört, und das habe ich gut gefunden, und das ist auch ein guter Zwischenruf, reden wir auch über uns. Zum Schluss ist es ja so, die Touristen und alle Menschen, die hierher kommen, werden am Ende nur das glauben, was sie hier sehen, und sie haben ein gutes Gefühl, was echt und was unecht ist. Davon bin ich überzeugt. Deshalb müssen wir schon aufpassen, was wir machen. Wellness ist angesprochen worden, Ayurveda, davon verstehen wir nichts. Deswegen sollten wir es auch lassen. Wenn wir sagen, vom Heubad würden wir ein bisschen mehr verstehen, dann sollten wir das machen und das andere einfach lassen. Und die Menschen werden uns das valorisieren, von dem wir eigentlich wissen, dass wir da auch eine Kompetenz haben. Zum Bauen. Ich bin da immer im selben Dilemma. Ich glaube, wenn ein Ort sich urbanisiert und sozusagen zur städtischen Struktur wird, und dann muss dieser Ort eben das Haus, das neue Haus, vertragen. Und da darf man nicht irgendwie, also das ist, ich denke mal, das ist nur die Frage, wir hätten dann gerne das Bauernhaus, nicht? Und die Hotels imitieren das teilweise nach. Ich sage da ein bisschen mehr Ehrlichkeit, nicht? Also wenn wir Verkehrsströme haben, dann können wir nicht irgendwie sagen, wir tun so, als ob hier noch irgendwie Traktoren fahren. Und das ist nicht ehrlich. Die andere Geschichte ist, als mit der Tracht, nicht? Ich meine, die Kultur gehört dorthin, wo sie lebt. Und sie gehört nicht dort gespielt, wo sie nicht mehr lebt. Deswegen sage ich, ich trage keine Tracht, weil ich in Bozen keine Möglichkeit hätte dazu. Und wenn ich auch irgendwo bin und über Südtirol spreche, habe ich eben das auch nicht an, weil ich normalerweise so ausschaue. Und wenn jemand fragt, was ist unsere Identität, dann glaube ich, die Menschen, wenn man sagt, was werden die Menschen in 10 Jahren von uns eigentlich, was werden sie spannend finden in diesem Land? Sie werden spannend finden, dass Menschen hier mit 2 Kulturen umgehen können. Das werden sie spannend finden, davon bin ich überzeugt. Das heißt, man muss den Leuten den Mut haben zu sagen, es gibt ein Bozen, das so ausschaut, und es gibt ein Bozen, das anders ausschaut. Und wenn wir Journalisten führen, dann lege ich Wert darauf, dass die Menschen eine italienische Stadt sehen und eben eine österreichische Stadt sehen. Beide Dinge sind spannend. Aus meiner Sicht sind die spannend. Dazu müssen wir aber den Mut haben, das zu bekennen. Wir müssen Freude haben, dass wir 2 Sprachen von Kind auf sprechen dürfen. Das sollten wir tun. Und wenn wir noch ein bisschen Englisch können dazu, dann ist es auch ganz gut. Und ich glaube, diese Identitätskrise... Aber das Ärgste wäre, also das
das mit der Herrlichkeit ist so eine Sache, weil auch das Alm, also die Heubäder, auch das Heu ist nicht so, mit dem Heu kann man nicht so ehrlich sein, weil da gibt es Disteln und da kann man nicht Almheu nehmen, man müsste das Heu importieren von irgendwo, sonst wäre es nicht das Richtige. Außerdem, die Leute werden ja in so großen Hotelstrukturen gefangen gehalten, fast, dass sie fast kaum Kontakt mit den Leuten in einem Ort haben. Also, das wird mir halt so aus. Das hängt aber von den Gästen ab. Von den Gästen, aber... Wenn ich mich nicht für das Land wirklich interessiere, weil ich mehr interessiert bin in das Angebot des Hotels oder in die Erlebnisshow oder zum Beispiel, was nicht angesprochen wurde, ich lasse mir jetzt mal auf, diese Nacht-Skifahr-Angelegenheiten, weil ich vielleicht das besonders unsympathisch finde, dass die Skipisten nachts beleuchtet werden. Gut, das hängt von den Gästen ab. Mir ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren... Die Nachtpisten hängt von den Einheimischen ab. Weil die Gäste, die eine Woche zum Skifahren kommen, die sind nicht am Nachtskifahren interessiert. Also in den Rundskiparks sind die Einheimischen, keine Gäste, das kann ich Ihnen sagen. So ist es. Also dort, wo die Rundskipark ist, sind die Einheimischen, das sind wir. Ob die uns volllaufen, nicht volllaufen, das sind wir. Snowboarden sind wir. Die Gäste können nicht in der Regel so gut Skifahren, dass sie das alles beherrschen, um das so zu tun zu können. Also müssen wir mal schauen, wo differenzieren wir. Und wenn wir sagen, gut, zu unserer Identität gehört auch, dass wir Strukturen nutzen, die der Tourismus nützt, der Skilift muss am Montag sein Geld verdienen und am Samstag, Sonntag sozusagen benutzen wir das auch. Das valorisieren wir zu wenig, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, völlig d'accord. Dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, dass es doch bei uns fehlt.